herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal FlightSimLB aus meiner Playlist Add-ons mit dem Titel A319 Version 1.6.3 Teil 1 ist Hoffnung? Fragezeichen. Ja, nach einigen Kommentaren und Hinweisen von der Community in meinem YouTube-Kanal zum Thema Toulis A319, ob man meiner Meinung nach denn jetzt auch den A319 von Toulis fliegen kann, habe ich nochmal die aktuelle Version runtergeladen, aber das Flugmodell nie geflogen habe, weil ein ganz entscheidendes Feature da drin fehlt. Was für mich persönlich extrem wichtig ist und auch zu einer vollständigen Simulation eines Flugzeuges einfach dazugehört. Das habe ich in meinem Video damals genau beschrieben, warum ich dieses Flugzeug niemals fliegen werde, wenn dieses Feature nicht umgesetzt wird, und habe deswegen bis heute ein vollständiges Review, wie ich es zu dem Flight Factor und auch dem Yardesign A320 getan habe, unterlassen. Aber schauen wir nochmal gerade in eine entscheidende Phase dieses Videos zusammen, wo ich das Review abgebrochen habe, damit ihr versteht, warum ich dieses Flugzeug bis heute nicht geflogen bin und auch kein Review darüber gemacht habe. Lange Rede, kurzer Sinn. In 30 Jahren Flugsimulator-Erfahrung habe ich es noch nie erlebt, dass irgendeine Umsetzung irgendeines Flugzeuges, egal von welchem Simulator, egal von welchem Flugzeugtyp, diese grundlegende primäre Radiofunktion nicht zur Verfügung gestellt hat. Aber für mich persönlich ist damit dieser Flieger ein absolutes No-Go. Das geht gar nicht. Das mögen jetzt andere anders sehen. Ich habe das auch schon mitbekommen, dass das andere anders sehen. Aber das ist meine persönliche Meinung und ich habe sie erklärt. Sprich, mit diesem Flugzeug werde ich niemals von A nach B fliegen. Es sei denn, Toulis implementiert diese Basisfunktion eines jeden Simulatorflugzeugs. Oder ihr könnt mir ja bitte irgendein anderes Flugzeug der letzten 30 Jahre nennen, das das nicht umgesetzt hat. Da glaube ich aber kaum, dass ich darauf eine Antwort bekomme. Dass der Flight Factor das Wetterradar so lange nicht umgesetzt hat, ist sicherlich auch nicht gut. Aber ist verschmerzbar, ist ja doch einfach eigentlich ein Goodie. Und nochmal, warum implementieren die diese Klappe, um auf die Navigation und damit in den Standby- und Navigationsmodus umzusetzen? Vor allen Dingen, neben all den Fähigkeiten, die ich überhaupt gar nicht in Abrede stelle, bin ich über diesen Aspekt extrem verwundert und kann ihn auch eigentlich gar nicht nachvollziehen. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. An dieser Einstellung und Meinung hat sich auch bis heute nichts geändert. Das ist für mich immer noch unfassbar, dass man jeden Aspekt eines Airbus A320 umgesetzt hat, den es nur umzusetzen gibt, was schon für sich wirklich eine Riesenschwierigkeit bestellt, aber einfach diese grundlegende Standby-Radio-Funktion nicht implementiert hatte. Und natürlich habe ich immer die Updates geguckt, aber in den Change-Logs nichts erwischt. Nichts entdeckt, was darauf schließen lässt, dass das jetzt endlich funktioniert. Und war doch jetzt arg verwundert, dass für den Changelog Version 1.6.3 tatsächlich diese Navigationstuning zum Radio Management Panel endlich vorhanden ist. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch noch mal kurz anmerken. Natürlich habe ich in gewissen Foren auch gechattet und mich auch unterhalten, auch mit Leuten, die Toulis sehr nahe stehen. Und einfach die Frage gestellt, wieso diese Funktion nicht implementiert ist. Um das mal ganz kurz und vorsichtig zu sagen, das endete ganz böse, weil man immer wieder sich zurückgezogen hat auf die RadNav-Page, wo man das doch manuell eintragen könnte, was aber faktisch diese Funktion im Radio-Management-Panel gar nicht ersetzen kann, weil einem damit die Interaktion einfach fehlt, die man im Flug, gerade in Ausnahmesituationen, also Emergency Cases, einfach benötigt. Und bin doch schon jetzt arg verwundert, dass das unter den sogenannten Minor New Features steht. Das ist für mich definitiv ein Major New Feature. Gut, wollen wir das nicht zu stark ausdehnen, jetzt das ganze Thema? Es scheint ja nun vorhanden zu sein, diese Funktion. Damit, wie ich es gesagt habe, ist das Flugzeug für mich auch wieder interessant. Und da das jetzt über 3 Jahre gedauert hat, werde ich es auch detailliert reviewen. Aus diesem Grunde ist dieses Review auch in mehrere Teile aufgeteilt.
weil ich mich nun auch etwas intensiver mit diesem Flugzeug auseinandersetzen werde. Natürlich weiterhin kritisch, da vor einem Jahr Captain Ingo, ich hoffe, ihr kennt ihn alle, seine eigenen Videos auf Basis des Thulis A319 begonnen hat, ich ihn aber davon überzeugen konnte, dass die von ihm vorgestellten Procedures oder auch viele Dinge, die er demonstrieren wollte für uns Flugsimulationsfans, gar nicht mit dem Thulis möglich waren. So dass er mitten in der Erstellung der einzelnen Videos dann auf den Flight Factor umgestiegen ist und die Teile nochmal wiederholt hat mit dem Flight Factor. Der Grund dafür war natürlich nicht die fehlende Funktion des Radios, sondern viele andere Dinge im Cockpit, die einfach nicht implementiert waren. Aber gut, fangen wir mal Step für Step langsam an und schauen uns dieses Flugzeug an. Natürlich ist mein Fokus zunächst in Bezug auf die Standby-Navigationsfunktion. Nichtsdestotrotz gehört zu einem Review natürlich auch die Beurteilung aller anderen Aspekte, welche ich mir bei jedem Flugzeug natürlich gleich angucke. Ja, schauen wir mal auf das Modell von außen. Da hat sich meiner Meinung nach im Gegensatz zu früher nicht viel getan. Ich verwende hier das Modell High Definition, was also im Gegensatz zur Standarddefinition eine bessere Auflösung, Texturen und so weiter darstellen soll. Wie ihr wisst, nehme ich immer gerne Vergleiche anderer existierender Flugzeuge heran, wie zum Beispiel den Yar Design A320 oder den Flight Factor A320. Und da sei direkt gesagt, und da muss man auch jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und das ausdehnen, dass das Ganze hier doch etwas grobkantiger ist, die Texturen nicht so umgesetzt, die Texturen auch nicht die Auflösung haben und einzelne Details, ob das hier in dem Türbereich ist, wo einfach der Hebel aufgemalt ist, oder gar fehlende Niedreihen wie beim Flight Factor A320. Da sieht man ja jede Niedreihe. Hier hat man zwar versucht, Niedreihen anzudeuten, aber die wirken sehr aufgemalt. Beim Flight Factor ist das sehr plastisch. Also auch insgesamt bin ich mit der Auflösung des Modells nicht so zufrieden wie mit dem Flight Factor. Aber da muss man jetzt auch wieder ehrlich sein, der A319 von Thulis kostet natürlich auch weniger. Von daher gesehen ist das auch soweit okay. Und jeder hat ja auch seine Prioritäten. Man schaut ja nicht permanent beim Fliegen aufs Flugzeug. Das kann jeder für sich natürlich wieder selbst entscheiden. Das ist ja auch kein No-Go oder so etwas, sondern einfach nur ein Hinweis oder eine Meinung meinerseits, beziehungsweise objektiv ist es so, dass der Detailreichtum des äußeren sichtbaren Flugzeuges vom Flight Factor deutlich höher ist. Gut, hätten wir den Punkt auch schon einmal abgearbeitet. Was mich hier ein wenig stört, das meine ich beim Flight Factor nicht gesehen zu haben, ist, dass der Reifen hier im Boden versinkt. Und wenn man von hinten rauf schaut, ist auch die Walgung, also die Quetschung durch das Gewicht des Flugzeuges, was den Reifen hier unten natürlich ausbeult, auch gar nicht zu sehen. Ich bin da ein bisschen drüber verwundert, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass das beim Flight Factor nicht der Fall ist. Hier sieht es wirklich so aus, als wenn diese Walgung, also diese Abplattung, einfach ignoriert wurde und man den Reifen in den Boden versenkt hat. Hier sieht man ja, dass der Kreis vollständig hier reingeht, anstatt dass sich hier natürlich diese Lichtkante ausbeult und der Reifen ausbeult und platt hier drauf steht. Aber gut, jetzt wollen wir auch mal wieder nicht päpstlicher sein. Fakt ist, zu einem anständigen, vollständigen Review gehört das natürlich auch. Und da das der erste Teil ist, nehme ich mir das jetzt auch raus. Jetzt machen das Ganze jetzt ein bisschen vollständiger, ein bisschen detaillierter. Es sind ja mal 3 Jahre vergangen. Jetzt endlich habe ich die Möglichkeit, also schaue ich auch genau hin. Ich stehe natürlich auch noch ein bisschen in diesem Eindruck der damaligen ja, Anfeindung, muss man schon sagen, seitens der Chatforen, wo vollkommenes Unverständnis für meine Argumentation, die ihr ja jetzt auch gehört und gesehen habt. Deswegen habe ich natürlich jetzt hier auch wirklich keine Gnade. Ich finde, man sollte die Dinge so darstellen, wie sie sind und auch so benennen, wie sie sind. Aber gut, kehren wir vielleicht noch mal kurz zurück zu den eigenen Angaben darüber, was verändert worden ist. Also,
Gehen wir mal gerade das Dokument hier durch und sehen hier genau das, was ich beschrieben habe. Wenn man das Standby-Navigationsknopf bedient, also enabled, aktiviert, kann man die einzelnen Punkte, also VUA, ADF, ILS, mit dem entsprechenden Kurs auch einstellen. Jedes RMP, also Radio Management Panel, funktioniert da für sich, für den Co-Piloten und den Piloten. Hier betont man in der Zusammenfassung, in der Summary, dass man jetzt also den A319 auch auf den Stand von der A340 bringen möchte, was die Features betrifft, welcher im Oktober 2021 herausgekommen ist. Sie benennen das ganz niedlich mit Small Intricate System Details. Jetzt muss ich sogar nachgucken, was Intricate heißt und vor allen Dingen, wie man das ausspricht. Verworren, unübersichtlich, schwer verdaulich, umständlich, verschlungen. Interessant. Mal anhören, wie das rausgesprochen wird. Intricate. Hört sich ein bisschen an wie Intracat. Intricate. Ah, das zweite I wird dann wie I gesprochen, Intracat. Okay, jetzt verstehe ich das. Intricate. Gut, das hatte ich ja auch gesagt. Man muss ja nicht unbedingt Englisch kennen, um zu fliegen. Aber man muss sich mit Englisch auseinandersetzen. In meinem allerersten Video hatte ich das beschrieben, von daher gesehen. Ich bin auch kein Sprachtalent. Von daher gesehen schaue ich doch viele Dinge noch nach heutzutage. Das ist aber auch kein Standardwortschatz, von daher gesehen. Gut, okay, also verworren, unübersichtlich. Wollen wir mal unübersichtlich nehmen und schauen mal. So small, intricate system details. Also insgesamt interpretiere ich das so, dass ja, gut, wenn man das also jetzt unbedingt haben muss, dann haben wir das jetzt auch mal reingebracht. Um eine create a whole experience, also sprich, um eine gesamte Erfahrung zu haben. Das sehe ich komplett anders. Das ist nichts minor, das ist major, das ist hauptsächlich, bleibe ich bei. Fertig. So, und the RMP, Standby Nav Integration, wird dann auch einfach so nebenbei in diesem Zusammenhang genannt. Gut, sollen Sie es gerne tun, sehe ich anders. Aber gut, man sieht es, Summary, es steht hier drin, es ist jetzt da. Das werden wir natürlich auch gleich exakt prüfen und dann werde ich euch vor allen Dingen auch live zeigen, was ich eigentlich damit meine, wie wichtig dieses Instrument und diese Funktion auch ist für uns. Gerade was Situationsbewusstsein oder auch in Ausnahmesituationen dieses Instrument an Wichtigkeit für uns darstellt. Aber auch allgemein beim Fliegen. Und natürlich im Selected-Modus. Also sprich, wenn man nicht Managed fliegt, ist es natürlich unabdingbar. Jetzt wundere ich mich ein bisschen, habe ja auch viel für Airbus gearbeitet, dass Airbus das offiziell lizenziert hat. Gerade auch, wenn ich mir Captain Ingo angucke, der ja auch das Modell gewechselt hat zum Flight Factor. Aber gut, die Wege des Herrn sind unergründlich, ist so. Hier vielleicht nochmal der Preis, US-Dollar 79. Klar, dass der billiger ist als der Flight Factor. Ich will jetzt nicht so weit gehen, wie mein Professor, der zu mir sagt, Herr Burggraf, was nichts kostet, das ist nichts. Aber Fakt ist, das, was der Flight Factor auch in Bezug auf die Außendarstellung besser ist, kostet er natürlich auch mehr. Das kann man jetzt an dieser Stelle sicherlich schon sagen. Womit sich insgesamt auch immer die Frage stellt, zahle ich mehr für ein Flugmodell und bekomme mehr oder zahle ich weniger, weil es für mich nicht notwendig ist? Und da muss man natürlich sagen, vollkommen korrekt. Abgesehen davon, dass auch manche einfach dieses mehr gar nicht haben und damit angewiesen sind, auf ein preiswerteres Produkt zurückzugreifen, was in Ordnung ist. Man sollte aber dann nicht so tun, als wenn das jetzt dann auch noch besser ist. Also soweit sollten wir uns nicht selbst belügen, sondern einfach sagen, okay, wir haben mal hier einen Punkt gefunden, warum zum Beispiel jetzt der Tulis auch objektiv einfach etwas preiswerter sein kann. Zu den Reifen hatte ich ja auch gerade was gesagt. Jetzt interessiert mich das aber so sehr, dass ich den Flight Factor jetzt doch mal lade.
Das ist mir jetzt doch zu blöde, das bei einer Spekulation zu lassen. Schauen wir uns das beim Flight Factor einfach mal gerade an. Ja, das hat der Flight Factor auch nicht besser gemacht. Hier sind die Reifen auch nicht simuliert, also was die Ausbeulung durch die Belastung betrifft. Das wäre natürlich auch wieder eine Erhöhung, eine Verbesserung für den Flight Factor, wenn er das mit der Ausbeulung noch implementieren könnte, was den Realitätsgrad natürlich dann wieder der Simulation auch erhöhen würde. Was aber hier ganz klar zu sagen ist, ist, dass die Reifen nicht den Boden durchdringen. Hier muss ich ehrlich sagen, scheint irgendein Fehler vorzuliegen beim A319 in der Modellierung, weil was hätte dagegen gesprochen, dass das Flugzeug tangential den Boden berührt und nicht in den Boden hineingeht? Gut, ja, kann ich hier vielleicht jetzt noch mal sagen, was ich meinte mit Detailreichtum? Was also die Nietfelder betrifft. Hier sieht man, selbst durch die Lufthansa kommen die Nietfelder durch. Muss aber im gleichen Abendzug auch meinen Kritikpunkt beim Tullist zurücknehmen, von wegen aufgemalt. Das ist hier auch nicht anders beim Flight Factor, von daher gesehen wäre das jetzt auch nicht in Ordnung. Gut, das Kantige, was ich angesprochen habe, hat natürlich auch hier die Cowling, also der Lufteinlass vom Triebwerk ist auch kantig. Meine Aussage war, das ist nicht so kantig wie beim Tullis. Auch wie, genauso wie ich meine, das auch insgesamt detailreicher ist, plastischer vor allen Dingen. Aber kehren wir mal gerade zurück und schauen uns noch mal gerade diese Situation eins zu eins an. Bei der Tullis. Ja, man muss das auch zurücknehmen. Das ist nicht mehr oder weniger kantig als bei dem Flight Factor. Von daher gesehen bliebe nur noch mein subjektiver Eindruck, was also die Nietreihen betrifft, die hier eindeutig nicht dargestellt sind. Also dieses plastische. Und natürlich das Thema hier mit den Reifen auf dem Boden. Aber gut, gehen wir ins Cockpit hinein, schauen uns die Situation dort an und versuchen hier auch einen Eindruck wiederzugeben. Und der Eindruck ist, dass das vergleichbar ist mit dem Flight Factor. Das sieht also sehr realistisch aus. Auch plastisch. Die Lichtschattensimulation ist wunderbar hier drin. Die Schalter, Knöpfe, Drehregler sind auch alle soweit da. Kommen wir dann im Laufe des Reviews noch genau darauf zu sprechen, welche jetzt Funktionalität haben, welche nicht. Hier finde ich zum Beispiel sehr schön, dass die Forward und die Aft Cargo Bay regulierbar sind. Der Flight Factor ist nur eins regulierbar oder existiert zumindest nur ein Schalter für das Flugzeug vom Flight Factor, was natürlich auch mit dem Flugzeugtyp hier, das ist ja eine A319, das andere ist ja eine A320-216. Und hier haben wir es ja mit einer A319-112 zu tun. Aber gut, starten wir mal rein und aktivieren wir mal das Flugzeug. Die External Power ist sofort available, was ich nicht so gut finde. Das wird ja beim Tullis über das ISCS, also dieses Interactive Simulated Control System, gesteuert. Ohne dass man die External Ground Power Unit auch tatsächlich draußen hinstellt. Gehen wir mal nach draußen, da ist keine. Schalten wir diese Option mal ein. Dann ist immer noch keine da.
Das ist natürlich beim Flight Factor anders. Dann steht auch hier tatsächlich das Versorgungsfahrzeug für die externe Energieversorgung. Jetzt sagt man bei Tulis, ja, da kannst du doch von Yard Design den Ground Handling Deluxe nehmen. Weiß ich jetzt nicht. Finde ich persönlich nicht so gut, dass man da verweist auf einen Drittanbieter. Aber gut, ist so, ist natürlich sehr subjektiv von meiner Seite aus. Gut, nehmen wir weg, weil ich bin ein Freund von Realität und Realität ist das, was es ist. Wenn ich den Flight Factor einschalte und ich habe physisch keine externe Energieversorgung, dann habe ich es auch nicht. Also was mache ich? Ich starte das Flugzeug mit den Batterien, was ja geht. Also die APU aktiviere ich jetzt, warte auch brav, weil ich jetzt nicht sehen kann, dass die Flaps open sind draußen. Schauen wir mal, ob hier die Flaps jetzt open sind. Ja, hier ist die Klappe, die ist auf. Bei der Auxiliary Power Unit, also dem Hilfstriebwerk, muss ja Luft angesaugt werden, angesaugt werden von irgendwoher und dafür ist dieses Flap Open wichtig. Wir machen mal Start. Jetzt fährt das Hilfstriebwerk hoch. Gucken wir mal raus. Man hört auch etwas, sehr schön. Da kommt auch der Qualm schon raus. Wunderbar. Das Hilfstriebwerk startet. Bisschen merkwürdiger Abgasstrahl, wie man hier sehen kann. Der Abgasstrahl kommt hier raus und macht sofort einen Knick nach oben. Aber gut, das sind natürlich jetzt allerfeinste Details. Was auf jeden Fall gut ist, dass hier hinten Abgas rauskommt. Ja, gehen wir ins Flugzeug. Man sieht, das ist auch sehr realistisch, dass jetzt hier die Bildschirme alle in einem grünen Self-Test in Progress Modus wechseln und das auf den Bildschirmen anzeigen. Können wir in der Zeit ja schon mal die Beleuchtung was hochfahren. Ja, für die E-Cam-Displays funktioniert alles. Ja, das mit dem Gespiegelten hier ist zwar alles sehr schön gedacht, aber meiner Meinung nach etwas übertrieben. Das ist etwas zu stark. Das finde ich beim Flight Factor etwas besser gelöst. Aber insgesamt natürlich eine tolle Sache, dass man das simuliert, dass diese Bildschirme ja einen gewissen Spiegeleffekt haben. Also okay, ja, machen wir auch hier mal ein bisschen Beleuchtung an, für die Co-Pilotenseite auch, klar. Ja, kommen wir direkt zu einem Review-Punkt. Sind die unterschiedlich bedienbar? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das damals richtig war. Sprich, hat der Co-Pilot eine eigene Konfigurationsmöglichkeit? Ja, sieht so aus. Auch beim MCDU beide Seiten unterschiedlich. Ja, wunderbar. Ja, schalten wir mal Radio ein. Auch unterschiedlich einschaltbar. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Das ist von mir auch immer ein Kritikpunkt. Das war beim Yardesign zumindest damals ja so schlimm, dass das immer nur gespiegelt wurde. Aber wir haben es ja hier tatsächlich mit den Konfigurationen des Co-Piloten und des Kapitän beim Fliegen zu tun. Und unter Punkt Realitätsgesichtspunkten halte ich das auch für wichtig. Das Ganze hat natürlich nichts mit No-Gos zu tun. Den Yardesign bin ich ja auch geflogen, trotzdem. Aber in puncto Realismus ist das ja sehr gut. Also sprich, der Flight Factor und der Tulis sind, was das betrifft, auf jeden Fall gleich. Ja. Schalten wir mal die Dias ein. Geben wir mal, um das ND zu aktivieren, auch die gesamten Systeme zu aktivieren, initialisieren wir einfach unseren Flug von LSZH Zürich nach Frankfurt EDDF. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Alignen des IAS auf eine nächste Page führt in der Realität, das hier nicht umgesetzt wurde. Sprich, das nicht
ganz realistisch ist. Aber gut, beim Flight Factor kommen wir auf jeden Fall auf eine extra Page, wo dieses Alignen nochmal genau definiert wird. Vor allen Dingen bekommt man dort die Koordinaten, also Längengrade und Breitengrade angegeben, damit man das auch konfirmen kann. Aber das ist hier nicht umgesetzt. Aber gut, wir fliegen für unseren Reviewflug auf Flight Level 240. Für alle, die sich jetzt wundern, dass ich von Zürich nach Frankfurt fliege. Ich habe bei jedem Review fliege ich immer standardmäßig von Zürich nach Frankfurt. Ob das der Yardesign, der Flight Factor ist oder auch jetzt der Toulis A319. Damit ist auch eine Vergleichbarkeit gegeben. Gut, also Flight Level 240. Kostindex bei mir immer 35. Und wir fliegen Lufthansa wie immer 1, 2, 3. Gehen Init Page B und müssen jetzt hier die Angaben für Zero Fuel Weight und Zero Fuel Weight in Bezug auf Center of Gravity angeben. Das kann man viel komfortabler beim Yardesign und auch bei der A380 machen, indem die aktuellen Settings dann hier reingeladen werden. Hier muss man leider jetzt, finde ich persönlich nicht so schön, wieder in dieses ISCS gehen, die Loading Performance sich reinholen. Wir fliegen mit 136 Passagieren, damit das auch, was die Vergleichbarkeit betrifft, einigermaßen in Ordnung ist. Wir haben Cargo 4000 Kilogramm, also 4 Tonnen, das verteilen wir mal gleichmäßig, um in etwa in einem Bereich auf 30% zu kommen. Wir applyen das. Wir nehmen natürlich entsprechend der alten Kalkulation auch genauso viel Sprit mit. Klar hängt der Vergleich ein bisschen. Wir haben es mit der A319 zu tun. Die hat ja eine andere Zero Fuel Rate als eine A320. Aber insgesamt möchte ich hier trotzdem vergleichbar bleiben. Es handelt sich ja immerhin um die gleiche Airbus-Familie bei der A319, A320. Ist ja nur etwas kürzer, die A319. Etwas leichter. 6042 Kilogramm Fuel. Ja, gehen wir 6000 ein. Mehr können wir nicht machen. Machen ein Quick Refuel. Und bekommen eine Einstellung 58,4 Tonnen und in Bezug auf Center of Gravity 29,7 geben das ein. Mal sehen, ob der Block, na, den muss ich auch eingeben. Das sind 6 Tonnen. Und bekommen von der MCDU den Take-Off-Weight von 64,2 Tonnen. Also insgesamt finde ich das nicht so schön gelöst hier beim Toulis. Schon allein, weil ich hier so ein Fenster aufhaben muss. Das funktioniert beim Flight Factor viel mehr im Cockpit, wo ja auch die Arbeit gemacht wird. An dem EFB finde ich einfach wesentlich schöner als hier. Und auch beim Yardesign finde ich es auch besser. Aber gut, mal sehen, was wir noch für Überraschungen erleben. Wie gesagt, ich bin ja den Toulis wirklich noch nie geflogen, aufgrund der mangelnden Funktionalität des Radios. Aber gut, apply these load settings ist nochmal vielleicht wichtig. In der Zwischenzeit ist auch GPS Primary. Also, die Systeme stehen voll zur Verfügung. Wir haben QNH in Millibar bzw. Hektopascal und nicht in Inch HG. HG steht für Quecksilber. Säule. Ich bin ja doch mehr natürlich ein Freund als Ingenieur für die SI-Einheiten und da ist natürlich Hektopascal die absolut exakte Angabe. Ein Hektopascal entspricht aber einem Millibar und hier oben sind 1013 Millibar für die Standard-Normatmosphäre. Von daher gesehen alles gut. Ja, aktivieren wir mal die Systeme. Machen ja hier eine Cockpit-Preparation, also aktivieren die Pumpen. Kommen wir vielleicht mal direkt zum Sound. Das ist natürlich wirklich nicht so dolle. Beim Yardesign, da hört man richtig die Relais klicken, wenn man hier alles bedient, so wie im richtigen Flugzeug. Dann die dominanten Klimaanlagengeräusche, die tatsächlich auch in dem Flugzeug drin sind.
machen wir mal die API-Ruby dann, um mal zu sehen, was passiert. Das ist schon mal schön realistisch, dass die Packs auch ausgegangen sind, wobei ich das beim Flight Factor auch wesentlich besser finde. Das flackert nämlich. Das ist mir ein bisschen zu statisch. Aber gut, die Funktionalität ist korrekt. Gehen wir mal Packflow auf Normal. So ganz verstehe ich den Unterschied nicht in der Voltanzahl der Batterien, da der Generator ja jetzt arbeitet. Auch der Unterschied 26,9 zu 28,5, 28 ist ja nominal für sicherlich stehendes Flugzeug korrekt. Aber hier ist es so, dass wir zwar vielleicht im Cold-Modus solche Unterschiede haben, aber in dem Augenblick, wo jetzt die Generatoren hier drauf gehen, müsste eigentlich die Voltzahl relativ gleich für beide Seiten sein. Ja, gut. Leichte Unterschiede, 0,2, 0,3, 0,5 Volt, aber das ist mir doch schon ein bisschen arg viel. Hier würde ich auf jeden Fall eine Notiz ins Bordbuch machen und den Wartungsbetrieb darauf hinweisen, dass ich das hier entdeckt hätte. Das macht mir ein bisschen Angst. Das sieht ja so aus, als wenn Batterie 1 irgendwie einen Kurzschluss hatte, oder was heißt Kurzschluss nicht, aber irgendwie sein Lebensende erreicht hat und die Batterie 2, weil die Differenz einfach zu groß ist. Das Gleiche macht man ja auch bei den Engines. Wenn im Bereich Öldruck oder sonst etwas ein großer Unterschied zwischen beiden ist, dann sollte man sich Gedanken machen. Aber gut, ja, schauen wir uns das beim Flight Factor an. Kommen wir auch gleich mal direkt den Vergleich zum Tulis angucken. Und hier ganz wunderbar, auch das vielleicht noch mal zur Erklärung für die Aktivierung der Systeme, was man auch im Gegensatz zur A319. Wir haben hier die Batterielast für Batterie 1 und Batterie 2. Ohne aktivierte Systeme befindet sich in etwa bei 28 Volt. Dass hier ein Unterschied ist, ist vollkommen in Ordnung. Batterie 1 etwas niedriger, 0,2 Volt, und bei Batterien 0,1 Volt mehr. So, wenn man die jetzt aktiviert, dann wird ja Strom aus den Batterien in die Systeme hineingeleitet, sprich die Voltzahl fällt ab. Vollkommen korrekt. Lassen wir das mal so hinschieben, kommen wir nochmal zum Sound zurück. Die Soundgeräusche im Cockpit sind definitiv nicht so gut beim Tulis wie beim Flight Factor. Tulis sagt dann zwar, ja, wir haben hier ein Soundpaket für 10 Dollar oder 10 Euro, was auch immer, BBS. Alles schön und gut, aber jetzt sind wir schon bei einem Third-Party-Add-on von einem anderen Hersteller, nämlich Yardesign. Und dann kommen wir auch noch dazu, uns noch ein Zusatz-Soundpaket zu kaufen für 10 Dollar. Dann liegen wir also nicht mehr bei 80 Dollar, schon bei 90 Dollar. Ja, und da muss ich ehrlich sagen, dann kann man sich auch den Flight Factor kaufen, weil auf die paar Dollars kommt es ja dann, glaube ich, auch nicht mehr an. So zumindest meine Meinung. Klar, wer eine A319 fliegen möchte, zu denen gehöre ich übrigens auch, da ich beruflich sehr viel A319 geflogen bin, also Geschäftsreise natürlich nicht selber geflogen bin, weil das das typische Flugzeug ist für Flüge von Köln nach Hamburg oder nach Berlin oder München, so diese Strecke, oder auch von Hamburg nach München, das ist schon der Bereich einer A319. Gut, bereiten wir schon mal ein bisschen das Cockpit für den Flug vor. Navigationslogos an. Schauen wir mal raus, was passiert ist. Ja, die Frachttüren sind jetzt zu, da wir die Systeme im Cockpit gestartet haben. Und automatisch schließt der Tulis dann die Frachttüren. Jetzt könnte man sagen, das ist ein Vorteil von Tulis, da es ja eine Autofunktion gibt und man sich um nichts kümmern muss. Im Gegensatz zum Flight Factor, wo man natürlich explizit und auch dem Yardesign explizit die Türen öffnen und schließen muss, weiß ich nicht. Ich finde es besser, explizit Türen zu öffnen und zu schließen, und auch die anderen Dinge mit der Autofunktion finde ich persönlich nicht so gut. Aber wer das liebt, das wäre natürlich dann ein Vorteil des Tulis gegenüber dem Flight Factor, dass dieser Automechanismus hier vorhanden ist. Was ich übrigens jetzt schon entdeckt habe, ist, dass die für den Funkverkehr die Einstellknöpfe wunderbar funktionieren. Das war auch ein Kritikpunkt von Captain Ingo. In Wirklichkeit springt aber dieser Drehschalter im Radiopanel hoch und runter. Das ist nicht simuliert. Durch die Helligkeit kann man diesen Zustand auf jeden Fall sehen. Spannend.
Sprich, da meine ich mich auch zu erinnern, dass das früher nicht der Fall war. Zumindest würde Captain Ingo auch jetzt hier sagen, das müsste er natürlich alles nochmal überprüfen, weil das sehr komplex, die Bedienung hier von den VHF-Volumes, ob das jetzt alles seinen Ansprüchen genügt. Aber gut, kommen wir vielleicht zum Kern des ersten Teils dieses Reviews. Und das ist dieser Standby-Navigationsbereich. Dieser war ja dafür verantwortlich, wie man aus meinem Video von vor 3 Jahren entnehmen kann, dass der Standby-Nav-Bereich gar nicht funktional war. Und zwar konnte man zwar diese Klappe hier öffnen, aber diese Standby-Navigation gar nicht aktivieren. Und siehe da, auf einmal können wir manuell nun VOAs, ILS, ADF, das sind die drei, die aus der Historie der Luftfahrt schon seit 50, 60, 70 Jahren existieren, die wichtigsten Funktionen. Und die sind jetzt möglich, wie man auch sieht, an dem Kurseingabefeld zu der zugehörigen VOA-Frequenz. Was VOA-Sender sind, genau ILS und auch ADF, also NDBs, das hatte ich ja alles erklärt. Für uns jetzt hier, gerade bei Selected Mode oder überhaupt auch in Fällen wie Emergency Cases, sprich in Ausnahmesituationen, gehen wir nicht mehr auf MCDU, Flight Plans, wo alles vollautomatisch ist und jeder Wegpunkt und alles, ob das jetzt VOAs sind, RNAV-Wegpunkte oder was auch immer, wo alles automatisch abgeflogen ist, können wir hiermit alternativ navigieren. So, und diese Funktion scheint jetzt vorhanden zu sein. Und wir werden das jetzt direkt ausprobieren, indem wir einen VOA-Sender, welcher in unserer Nähe ist, programmieren werden und vor allen Dingen ansteuern werden. Dazu schalte ich im EFIS auf VOA und man sieht es auch schon, hier sind diese charakteristischen Nadeln, welche nur fluchten, wenn der Kurs hier 0 Grad, also Richtung Norden, mit der Ausrichtung des Flugzeuges, also in der Längsachse, Nase geradeaus, übereinstimmt. Und das Ganze natürlich interaktiv. Das ist mit der statischen RadNav-Page hier übrigens auch sehr richtig gemacht. In dem Augenblick, wo ich auf Standby-Navigation gehe, ist das deaktiviert, diese Radio-Nav-Page. Hier kann man, wenn ich Nav ausschalte, kann ich hier auch Frequenzen, VOA und so weiter, alles Mögliche, auch ADFs, alles eingeben, aber dazu muss ich ja umständlicherweise und schon gar nicht dynamisch, also interaktiv, hier einzelne Frequenzen, gut, das macht man hier auch, die Frequenzen muss man auch erst einmal eingeben, aber vor allen Dingen die Kurse kann man ja gar nicht triggern, also dynamisch einstellen. Hier kann ich immer nur einen festen Kurs eingeben, zum Beispiel mache ich mal 240 für den VOA-Sender KLO ein. Dann gebe ich 200 ein. Dann verändert sich zwar im ND permanent die Situation, aber da werde ich ja verrückt bei, wenn ich versuche, die zum Fluchten zu bringen und zu gucken, wo denn der Sender jetzt in Bezug auf mein Flugzeug steht. Das schaffe ich ja gar nicht. Und das ist natürlich total wichtig, gerade in Notsituationen, aber auch allgemein für das manuelle Fliegen. Gut, aber schalten wir um auf Standby-Navigation und suchen uns einen geeigneten Sender in der Nähe. Der Sender in etwa in 240 Grad, genau wissen wir das nicht, aber das werden wir jetzt mal mit der Kamera mal kurz erfliegen, wo sich der befindet, dieser Sender. Hier. Das ist der VOA-Sender KLO. Hier ist er. VOA-Sender kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie auch neben der Kursinformation auch die Distanz zu diesem Sender einem mitteilen können im Flugzeug, während das bei ADF, also NDB, nicht möglich ist. Da kann man nur den Kurs zum Sender triggern. Okay, also um diesen Sender geht es. Mit 114,85. Das programmieren wir jetzt ein.
VOR 114,85. Und jetzt kommt der Witz an der ganzen Sache. Jetzt kriegen wir genau den Kurs zu diesem Sender, indem wir hier interaktiv so lange drehen können. Wir suchen also praktisch den Kurs jetzt. Das kann man am ND wunderbar sehen. Die Rose dreht sich. Den Abstand haben wir bereits mit 0,7 nautischen Meilen. Also das ist dann knapp ein Kilometer. Das passt zu dem, was wir gerade visuell erflogen haben. Und hier ist der Kurs. Und zwar exakt. Jetzt haben wir den praktisch gefunden. Vorher konnten wir gar nicht sagen. Wir wussten nur, wir haben eine Peilung zu einem Sender in 0,7 nautischen Meilen Abstand. Aber wo der sich befindet, konnten wir gar nicht sehen. Und jetzt wissen wir, dieser Sender befindet sich in Bezug auf unser Flugzeug rechts, wie man an dem Pfeil sieht, bei 285 Grad. Wir selber stehen im Augenblick ja nach Süden mit der Nase, also in 180 Grad grob. Und rechts, also rechtwinklig zu uns, wie hier draußen gezeigt, rechts von uns, irgendwo in diese Richtung, aber genau nicht 270, das wären geradeaus wären 270, sondern etwas weiter haben wir diesen VOR-Sender, den sehen wir auch hier jetzt exakt angepeilt. Und so hat man jetzt auch die Chance im Notfall interaktiv. Den Kurs würde man jetzt im Autopiloten auf 280 Grad stellen. Mit Autopilot an oder natürlich manuell mit dem Sidestick eine Rechtskurve fliegen und dann könnte man auf diesen Sender zufliegen. Und das ist der gesamte Hintergrund und der ist elementar für die Fliegerei. Und für ein vollständiges Flugmodell, was meine persönliche Meinung zwar ist, aber ich glaube, dass das jeder nachvollziehen kann, dass für die Ansprüche eines 80 Dollar, 80 Euro, 90 Euro mit Soundpack-Paket einfach zwingend erforderlich ist. Die ersten Flugsimulatoren, die ich bedient habe, hatten diese Funktion. Da soll jetzt keiner sagen, ach, das braucht man ja nicht oder so etwas. Das sind absolute Basics und nichts anderes. Aber Fakt ist, um das hier für diesen Teil vielleicht auch abzuschließen und euch auch die Informationen zu geben, der Tulis hat diese Funktionalität jetzt endlich. Damit ist es ein ernstzunehmendes Flugmodell, welches fliegbar ist und damit auch kaufbar ist oder nutzbar ist für uns. Und diese ganzen anderen Feinheiten, auf die ich jetzt teilweise in diesem Review des ersten Teils eingegangen bin, und auch die subjektiven Eindrücke, die natürlich auch zu einem Review gehören, aber nicht zwingend sind, so ist das doch zumindest als zwingender Gesichtspunkt jetzt erfüllt und wir können wunderbar einen Flug durchführen und andere Aspekte des Fliegers untersuchen, wie zum Beispiel auch das Rollverhalten auf dem Taxiway. Das ist ja ein Lieblingsthema von mir. Die Zuschauer, die meine Videos sehen, die wissen, wie fantastisch ich das Rollverhalten des Flight Factors finde und wie grausam ich das vom Yaw-Design finde. Wollen wir mal sehen, ob der Tulis das hier jetzt besser macht als der Yaw-Design, weil das ist ja doch auch ein wichtiger Punkt, das Rollen auf dem Taxiway. Das sollte natürlich möglichst realistisch sein und auch vor allen Dingen nicht zu Problemen führen. Aber hier gibt es natürlich auch noch andere Aspekte, die dann während des gesamten Flugs vorkommen. Fakt ist, Radio funktioniert. Meiner Meinung nach ist damit jetzt die Funktionalität von den absolut wichtigsten Instrumenten auch gegeben beim Tulis. Das heißt, alles andere sind Nuancen, optische Sachen und natürlich interne Sachen und betreffen mehr die anderen Dinge wie Bedienung des Autopiloten, eine K3-Landung, Autothrottle, natürlich die ganzen Angaben des PFDs, dass die realistisch sind und der Wirklichkeit entsprechen. Solche Dinge, also jetzt rein vom Fliegen her, sind dann wichtig. Klar gehen wir auch ein auf Dinge wie das Radar, Ground-Spoiler-Bedienung, Flap-Bedienung. Apropos Ground-Spoiler, Flap und auch Thrust, ich benutze hierfür auch schon bereits
den aus meinem Video bekannten Thrustmaster Office Pack mit den Add-ons für Bremsklappen und auch die Flaps. Natürlich auch Mode Selector. Kann man hier wunderbar sehen. Das heißt, ich steuere das Flugzeug und natürlich auch die Schubhebel benutze ich von Thrustmaster und natürlich auch den Sidestick. Womit auch eine Schwierigkeit bei der Simulationsfliegerei wegfällt, weil das ist natürlich schon realistischer und auch einfacher. Habe ich ja häufig betont, nichts ist so schwierig wie Simulationsfliegen, weil man da tausende von Problemen hat, mit denen man es in der Realität gar nichts zu tun hat. Es ist natürlich einfacher, wenn man die echten Steuerelemente hat. Auch vom Gefühl her natürlich. Gar keine Frage. Ja gut, damit würde ich sagen, ist der erste Teil beendet. Die Cockpit Preparation wird natürlich entsprechend der Checkliste noch durchgeführt und alle weiteren Checklistpunkte wie Flight Preparation und alle anderen Checklisten werden natürlich hier einwandfrei abgearbeitet. Dann untersuchen wir auch die Angaben im ICAM, No Blue, No White Lights und diese ganzen Themen werden dann alle hier behandelt. Wunderbar. Ja gut, dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit für diesen ersten Teil des Reviews des A319 Toulis Flugmodells. Und das kann man ja jetzt schon sagen, das sieht ja bis hierhin erstmal recht gut aus. Ja, bye bye, ciao ciao, servus, bis zum Teil 2.